Sally ist Deutschlands erfolgreichste YouTube-Bäckerin, so heißt das. Und Torten sind gerade der Trend schlechthin. Für Galileo hat Sally leckere Sommertorten zum Nachmachen kreiert. Und im Anschluss an unsere Sendung können Sie sogar live mit Sally backen. Und wie das geht, das sage ich Ihnen nach dem Beitrag. YouTube. Achtung, hier rollen die Kalorien vor. Sally's Van, beladen mit Sahne, Sirup und Schokolade. Der Einkauf der 26-Jährigen hat es in sich. Doch auf Sallys Geschmack ist Verlass. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Food-Bloggerin bei YouTube. Wir machen heute nämlich eine Regenbogentorte. Und es wird keine normale Regenbogentorte, sondern wenn man die anschneidet, kommt der Spezialeffekt, denn dann sieht es aus wie so ein Schachbrettmuster. Und ich finde halt so eine Sommertorte, mit dem Sommer verbinde ich immer bunte Farben, grelle Farben. Rainbow Cake, das ist der Tortentrend aus dem Netz. Wow, doch wie bitteschön funktioniert das? Schritt für Schritt erklärt uns Sally jetzt, wie der Regenbogen auf ihren Teller kommt. Tortenskizze und Zutatenliste. Ohne Vorbereitung geht auch bei der Tortenqueen nichts. Basis ist ein einfacher Rührteig. Sally verquirlt die Eier mit Zucker, Öl und einer ganz besonderen Zutat. Also das Mineralwasser durch die Kohlensäure macht es den Teig viel lockerer. Und schon steigt eine Schaumparty für gesiebtes Mehl und Backpulver. Die Zutaten verbinden sich zu einer luftig-cremigen Teigmasse. Jetzt ist ja mein Teig fertig und ich backe das Ganze jetzt in Backrahmen. Also die haben jetzt alle so einen Durchmesser von 20 cm. Und die schlage ich jetzt einfach mit etwas Backpapier ein, damit der Teig unten nicht rausläuft. Und ich kriege ihn dann später einfach super schnell raus. Und jetzt habe ich hier 6 Schüsseln, denn meine Regenbogentorte besteht aus 6 Farben. Also den 6 schönsten Farben, die es eigentlich geben kann. Dann kann ich sie gleich mit der Lebensmittelfarbe auch einfärben. Wichtig ist halt jetzt, dass man es gleichmäßig aufteilt, damit alle Böden auch gleich gleichmäßig dick werden. Lebensmittelfarben nur mit natürlichen Inhaltsstoffen verwenden. Am besten sind Made in Germany Produkte. Diese Farben sind auch für die schwangere Sally unbedenklich und eignen sich perfekt fürs Cake Color Blocking. Jetzt kann ich die Tortenböden bereits backen, und zwar bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. Und da brauchen sie so ungefähr 20 Minuten. Die heiße Phase beginnt. Timing und Beobachtung sind nun enorm wichtig. Weich durchgebacken, auf keinen Fall braun oder knusprig, sollten die Böden sein. Und dann abkühlen. Ich lasse jetzt die Böden noch mal ganz kurz etwas ruhen an der Seite, hol schon mal meine Zutaten für die leckere Frischkäsecreme und dann kann ich die Torte eigentlich auch gleich zusammensetzen. Also jetzt haben wir schon das meiste getan und jetzt geht's ans Dekorieren. Frischkäse, Puderzucker und Sahne zu einer zuckersüßen Wolkenmasse vermischen. Los geht es mit der Tortenarchitektur. Mit 2 runden Förmchen die Böden teilen und kunterbunt übereinander stapeln. Dabei jedes Baustück von allen Seiten mit Creme einstreichen. Das Gerüst steht. Zum Richtfest geht's in den Kühlschrank. Nach 2 Stunden bei frischen 5 Grad geht es weiter. Den Rest der Wolkencreme in 6 Portionen teilen und wie die Böden einfärben. Das ist jetzt mein Regenbogen. Ich habe mir jetzt die Farben so angeordnet, dass es eben so vom Rotton ins Grün, ins Violett geht. Und jetzt ist die Torte innen schön und jetzt machen wir sie außen noch schön. Mit einem Tortenspachtel verputzt Sally die Außenfassade ihres Kuchens. Aus Lebensmitteln Kunstwerke zu zaubern, ist Sallys Leidenschaft. Jedes noch so kleine Detail bekommt ihre ganze Aufmerksamkeit. Und das, obwohl sie pro Woche bis zu 4 neue Torten für ihren YouTube-Channel designt. Und tada! Ein Regenbogen färbt sich durch die Wolkencreme. Wie die Torte von innen aussieht, dazu später. Vorher kommt Sallys nächster Tortentrend. Backen ohne Backen. Und das in Rekordzeit und ohne Vorbereitung. Wie geht das? Für Galileo hat die Bloggerin eine idiotensichere Last-Minute-Idee entwickelt. Also die, die gar nicht backen können, wollen oder keine Zeit haben, die können eine ganz einfache Torte machen. Ich habe heute auch was vorbereitet. Sallys Spezialtipp, Kekse in einen Gefrierbeutel stecken. Und dann geht es mit dem Nudelholz zur Sache. Anschließend die Brösel in ein Gefäß füllen und mit geschmolzener Butter vermengen.
Da können wir einfach die Lieblingskekse benutzen. Ganz normale Kekse, Schokokekse, ist eigentlich egal. Hauptsache, man kann sie gut zerbröseln. Diesen unverschämt leckeren 2-Minuten-Teig in eine Form geben. Das funktioniert sogar in einem Auflaufgefäß. Mit einem Löffel an den Boden drücken und dann wird der Süßigkeitenvorrat geplündert. Schokoküsse. Die Schokoküsse, die kommen jetzt einfach direkt mit in die Füllung. Also ganz einfach, ich nehme jetzt hier die Waffel runter. Und dann zerdrücke ich die gleich. Der hauchdünne Schokoüberzug zersplittert. Mit einem Becher geschlagener Sahne mixt Sally in 0, nichts eine Stracciatella-Füllung, die wohl jede Naschkatze schnurren lässt. Einfach schön die Sahne ein bisschen unterrühren. Ich süße es jetzt auch gar nicht nach, denn ich dekoriere es ja gleich noch mit Süßigkeiten. Aber zuerst landet die 5-Minuten-Füllung auf dem 2-Minuten-Boden. Man kann es einfach ins Gefrierfach stellen und dann ist er innerhalb von 15 Minuten schon fertig. Das ergibt bis jetzt eine 22-Minuten-Torte. Kinderleicht findet auch Sallys Tochter Samira, wobei das mit dem Topping schon eine echt große Herausforderung sein kann. Nicht in den Mund, sondern auf die Torte sollen die restlichen Kekse und Schokolinsen vom Kindergeburtstag. Obendrauf geht natürlich alles, was der Vorratsschrank hergibt. Genau 27 Minuten. Wow! Sallys nächster Tortentrend macht Träume wahr. Naschen ohne Reue. Im Netz voll angesagt. Die Fitness-Torte. Als Lehrerin für Hauswirtschaft kennt sich Sally in Ernährungsfragen bestens aus. Vermisst sie als Vollzeit-Bloggerin ihren anderen Job? Mittlerweile bin ich eben auch YouTuberin. Wobei ich immer sage, ich habe es ja damals, als ich den Lehrerberuf gelernt habe, habe ich ja so diesen Bildungsauftrag bekommen und den führe ich ja im Prinzip auch noch weiter. Nur stehe ich halt nicht vor irgendwie 16 Schülern in der Klasse, sondern vor der Kamera und dann eben vor ein paar hunderttausend Schülern, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen eigentlich noch Lehrerin, aber gleichzeitig eben auch YouTuberin. Noch während ihres Studiums fängt Sally an, ihre Leidenschaft im Web zu teilen. Was mit einem einfachen Camcorder in einer 8 Quadratmeter Küche anfing, ist heute Deutschlands beliebtester Kochchannel der Internetplattform. Hallo, herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Ich möchte heute ein ziemlich leckeres Rezept machen. Ich habe zwar keine klassische Torte für euch, aber ich möchte heute eine Wassermelonentorte machen. Ist nämlich richtig perfekt für den Sommer, denn wir müssen nichts backen. Ich benutze einfach eine ganz normale Wassermelone und werde die eben in Form schneiden und später mit Sahne und restlichem Obst dekorieren, mit ein paar Früchten. Was ist Sallys Erfolgsrezept? In ihren Clips zeigt sie jeden kleinen Zwischenschritt, erklärt auch Basics wie das richtige Schneiden der Melone. Genau das schätzen ihre Follower. Die wird gleich wirklich aussehen wie eine Torte und wenn man die dann anschneidet, dann schauen die Gäste und denken sich, wow, das war ja gar keine Torte, das ist ja Obst, das ist ja eine Wassermelone. Sallys Tipp, Feuchtigkeit mit einem Küchenpapier gut abtupfen. So hält Sahne oder für die ganz Figurbewussten auch Magerquark an den Seiten. Der Sahnetorteneffekt kommt dann mit einem Spritzbeutel. Die Leidenschaft fürs Backen hat Sally von ihrer Mutter. Aber von wem hat sie ihre Video-Skills? Am Anfang hatte ich so ein ganz normales Schneideprogramm auf dem Laptop. Irgendwann musste ich mir dann so ein professionelleres kaufen. Und weil ich mich da eben auch nicht auskannte, habe ich dann selber bei YouTube dann Tutorials dazu angeguckt. Und immer mehr gelernt. Sallys Torten- und Kochwelt ist in allen sozialen Netzwerken vertreten. Facebook, Instagram, Blogspot. Unglaublich. 2012 begann ihre Karriere mit diesem Nusszopf. Hallo und herzlich willkommen zu Sallys bunter Tortenwelt. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach den Nusszopf herstellen könnt. Sieht aber auch wirklich lecker aus. Und jetzt zeigt Sally, was sie in der Königsdisziplin drauf hat. Diese ungewöhnlichen Motivtorten ernten im Netz schnell mal hunderttausende Likes. Unser vierter Sommer-Tortentrend, der sie ganz sicher zum King an der Kuchentafel macht, die 3D-Motivtorte.
Wie bei dem Rainbow Cake ist die Basis wieder ein einfacher Rührteig. Alle Zutaten vermischen, nur diesmal die rote Lebensmittelfarbe direkt mit in die Rührschüssel geben. Dann kommen noch kleine Schokolinsen hinzu. Na, an was erinnert sie das? Den Teig backt Sally wieder in einzelnen Bögen. Insgesamt braucht sie 8 quietschrote Biskuitböden mit schwarzen Schokopunkten. Und dann? Ich mache jetzt eine Schokocreme und zwar besteht die einfach nur aus Sahne und weißer Schokolade. Und die werde ich gleich benutzen, um meine Motivtorte dann einzustreichen. Sally löst die Böden aus der Form. Und was ist das? Also ich habe jetzt hier so ein ganz normales Cakeboard. Das brauche ich nämlich, damit ich einfach Stabilität unter der Torte habe und die Torte später auch ein bisschen bewegen kann. Ich will sie ja noch richtig schön modellieren. Deswegen einfach das ist so ein Karton. Da streiche ich jetzt so ein bisschen von meiner Schokocreme drauf, die jetzt abgekühlt ist. Und gebe da jetzt auch direkt den ersten Boden drauf. Boden, Creme, Boden, Creme. Es geht aufwärts. Viele dünnere machen zwar mehr Arbeit, sorgen aber im Endeffekt für bessere Stabilität. Und dann will Sally ihre Torte rundherum in Form bringen. Noch ist nicht viel zu erkennen. Doch Sally scheint ganz genau zu wissen, was sie tut. Aber Achtung! Bevor man die Torte schneiden kann, muss sie auf jeden Fall kaltgestellt werden. Sonst ist es einfach viel zu bröselig und zu krümelig. Und so kann man es halt richtig schön in Form schneiden. Und ist auch ganz wichtig, das ist jetzt praktisch so die Grundstruktur. Erkennt man noch nicht viel, aber da wird dann eben dann drauf aufgebaut. Was plant Sally da noch für ein Kunstwerk? Die cremige Schokosahne streicht sie behutsam um das rote Tortenherz. Oh, Sally, was wird das? Der 3D-Effekt kommt jetzt dadurch, ich habe jetzt hier etwas Modellierschokolade. Das ist praktisch wie Marzipan, nur schmeckt es eben nach Schokolade, also viel leckerer. Und das mag auch eigentlich fast jeder. Und damit forme ich mir jetzt so das Gesicht in 3D. Möchte hier auch noch den Mund aushöhlen, also ich habe hier auch eine Zeichnung vorbereitet. Und da klappt nicht nur uns die Kinnlade runter. Das wird also ein Wassermelonengesicht. Und tatsächlich, die Schokolade bekommt immer mehr Konturen. Und so wird die Schokoschale grün mit Fondant. Zum Ausrollen hat Sally wieder einen Tipp. Das ist jetzt Bäckerstärke. Also das ist so eine ganz besondere Stärke. Die klumpt nämlich nicht. Man kann natürlich auch Puderzucker benutzen, aber das klebt halt dann total an den Händen. Vor allem, wenn die Hände so warm werden. Deswegen nehme ich am liebsten Bäckerstärke. Die kann jeder günstig online bestellen. Sally rollt die grüne Masse so ganz easy auf 1 bis 2 cm Dicke aus. Und überwerfen. Ganz wichtig ist jetzt, dass man eben von oben nach unten streicht, damit da die Luft schön ausgestrichen wird, dass wir keine Falten haben, dass sich keine Risse bekommen. Da muss man jetzt echt ganz sorgfältig sein, vor allem hier jetzt an den ganzen Rundungen. So kleine Macken sind nicht schlimm, das ist ja eine Wassermelone, die bekommt auch gleich noch künstliche Macken. Aber so eine richtig schöne glatte Oberfläche kriegt er und dann machen wir eben noch ein bisschen Struktur rein. Und inzwischen ist aus der Küche ein Künstleratelier geworden. Mit Pinsel und Skalpell arbeitet Sally ihren Walter Watermelon aus der Zuckermasse heraus. Mit so einer Torte könnte Sally doch bestimmt viele Wettbewerbe gewinnen, oder? Wettbewerbstorten isst man ja nicht, die backt man so und dekoriert die aufwendig, manchmal sogar 5 Wochen lang. Und deswegen mache ich halt lieber Torten, die man eben auch anschließend essen kann. Und finde ich halt schade, wenn man etwas macht und es dann wegschmeißt, dann eben einfach aufessen, dann ist sie weg und man kann wieder was Neues machen. Und genau dieses Schicksal droht nun unserem Walter. Aber vorher hat er noch seinen großen Auftritt und ein Fotoshooting. Denn Sally dokumentiert die einzelnen Schritte von ihren süßen Kunstwerken für ihre Fans. 6 Torten zaubert Sally pro Woche. Unfassbar, wie sie ihre Figur hält. Doch bei dieser zuckersüßen Kuchentafel finden sich bestimmt einige freiwillige Testesser. Oder? An die Gabel, fertig, los! Applaus für Walter die Wassermelone. Und wie sieht es mit seinen inneren Werten aus? Bestnote. Das gilt auch für den Last-Minute-Kuchen. Und überzeugt die Fitness-Torte? Na klar. Und jetzt unser Highlight, die Regenbogentorte. Daumen hoch!
Sally. Fast geschafft. Fast 500.000 Abonnenten. Das ist so unglaublich genial. Wir freuen uns in der Redaktion wie wild und genau deswegen haben wir uns etwas überlegt. Bei 500.000 gibt es eine Überraschung. Wir haben sie vorbereitet. Sie liegt quasi schon auf dem Tisch. Und wenn wir 500.000 erreichen, dann yippie! Dann zeigen wir es euch. Dann sagen wir es euch. Oder wir machen es mit euch. Keine Ahnung. Also lasst euch überraschen. So, und wenn ihr jetzt mehr über mich wissen wollt, dann klickt einmal auf mein Gesicht.